the power of the dark side. Voll heftig. Vorne die immer wieder nice. Das ist der Boah, Alter. Ja, mit Schwert kann der Batman wohl auch sehr gut umgehen. Muss ich doch alle ausstellen, kann dann ja seine große und dann sie. Noch zwei. Der noch. Ah ja. Sandgegner da. Irgendwie mache ich dann nicht wirklich irgendwelche Schmerzen, habe ich das Gefühl. Gerne, wie man dann ausschaltet. Obwohl war es mit Eisgang und der Hunde irgendwie gar nichts. Der schießt jedes Mal die Scheiße da, das geht mir vielleicht auf die Erbs. Jo, knall du mir noch ein. Reizen mich nur mehr. Irgendwie Rage, dann haben wir sowieso keine Chance mehr. Mit einer scheiß Kuchel! Alter. Also irgendwie, die Gegner sind eigentlich gar nicht so wild. Ha! Hast du mich nicht getroffen? Boah, leck. Ich hab da 1203! Boah, jetzt hat er aber Dinger gespawnt her. Und trotzdem alle weg. Und? Boah, 12 Ammo kaputt gemacht. Na? Habe ich wieder getroffen, ne? Boah, der riese Klapp her. So. Dürfen wir dich jetzt endlich umbringen? What the fuck? Ja. Auf einmal haben wir Schwertschaft. Wusste ich gar nicht, dass wir sowas am Gürtel haben. Jo, nimm mal einen Schluck. Na, geht's wieder? Geh mir aus dem Weg, Bats! Ich hab eine Verabredung mit der Unsterblichkeit. Ist jetzt der Schleim unsterblich oder? So, das Heilmittel haben wir noch. Schnell! Das Heilmittel! Worauf wartest du noch? Komm schon! Ich hab deine Freundin umgelegt, Gotham vergiftet und verdammt, es ist noch nicht mal Frühstückszeit. Aber wir alle wissen... Also ich würde mir das Heilmittel nicht geben. Alle Entscheidungen, die du je gefällt hast, zogen Elend und Tod nach sich. Menschen sterben. Würden jedem das Heilmittel geben? Du brichst aus und tust es wieder. Sieh es als eine Art Running Game. Tja. Bist du jetzt zufrieden? Willst du mal was echt Komisches hören? Selbst nach allem, was du getan hast, hätte ich dich gerettet. Oh, Bruce. Das ist allerdings ziemlich komisch. Zum Tod lache. Ugh.
Er stirbt wirklich. Und selbst im Tod grinst er noch. Wow. An alle Einheiten, koordinieren Sie. Was zum? Verdammt, was ist da drin passiert? Batman, was ist passiert? Das war Batman Arkham City. Das Let's Play ist an der Stelle eher schmulf mit der Hauptstory zu Ende. Aber keine Angst, ich habe die Games of the Year Edition. Es geht auf jeden Fall weiter. Bei der Games of the Year Edition sind die ganze DLCs mit drin und da werden wir natürlich auch noch mit reinschauen. Wie ich am Anfang, wo ich das Let's Play angeteasert habe, gemerkt dann, gab es da zum Beispiel die Möglichkeit, Harley Quinns Rache zu spielen. Robin ist in irgendeinem DLC noch mit drin gewesen. Das hat man ja in der Games of the Year Edition alles mit drin. Und das werde ich jetzt auch direkt im Anschluss noch angehen und euch zeige. Und erst dann tun wir quasi das Batman Arkham City komplett abschließen. Ja. An der Stelle will ich euch ja gleich mal noch was so unter die Nase reiben. Ich rufe jetzt mal so ein kleines Gewinnspiel ins Leben. Ihr habt die Chance auf Batman Arkham Asylum oder Batman Arkham City. Und zwar müssen wir hier bei dem jetzigen Let's Play einfach mal bei den Videobeschreibungen nachsehen. Da habe ich so ein kleines Hashtag hinterlassen. Wer dieses Hashtag unter jedem Video hinterlässt und dort mit als erster ist, hat die Auswahl zwischen den zwei Spielen und der Zweitplatzierte nimmt dann, was der erste übrig gelassen hat quasi. Also, wer die Spiele Interesse hat, checkt mal ganz kurz die Videobeschreibung ab von jeder Folge. Hinterlasst unter jeder Folge das Hashtag und je nachdem von der Uhrzeit her, wer der erste ist, hat die Auswahl und der zweite, was der erste übrig gelassen hat unter den zwei Spielen. Ich muss leider sagen, die Spiele sind ab 16, also Teilnahme 16 plus wäre schön. Das Ganze muss dann natürlich mit Personalausweis und Co. Das müssen wir dann irgendwie, wie wir das machen. Ja. Bis dahin schon mal viel Glück beim Gewinnspiel. Haut rein, möge die Macht mit euch sein. Make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do. And fill my heart with love for only you. Only you can make this change in me. For it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do.
only you can make this change in me. For it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you. Zeit, meine Sachen einzusammeln und aus dieser verdammten Stadt zu verschwinden.